Grüß euch. Wie ihr seht, habe ich heute wieder mal mein Tee mit. Das heißt, ich mache mal ein Basic wieder. Was das wird, seht ihr gleich. Was will ich euch heute sagen? Eigentlich ganz, ganz eine einfache Geschichte, aber man kann so viel draus machen und das, ja, das möchte ich euch vorher erklären, bevor ihr wisst, um was es überhaupt geht. Man macht oft so Dekorationen, wo etwas so gebogen, länglich ist zum Aufhängen, aber man kann es auch ganz zusammenbinden, dass es wie ein Ei wird. Und ja, da wissen viele nicht, wie sie das angehen sollen. Und das geht ganz, ganz einfach. Und man kann die verschiedensten Materialien dazu nehmen, das will ich euch vorher mal sagen. Zum Beispiel habe ich da eins aus Moos. Das ist einfach mit Moos gewickelt und wie ihr seht, kann ich das zusammengeben. Dann habe ich eine Eiform oder ich kann es mir wo aufhängen. So wie da auf einem Ost kann ich es aufgeben, dann habe ich eine längliche Form. Das ist jetzt nur mal das Grundgerüst. Das kann ich aus Heu machen, aus Stroh machen, aus den geschnittenen Gräser, was die langen Gräser sind, das Pampasgras und die Sachen. Könnt ihr alles verwenden und das ist eine super Geschichte. Was braucht ihr für so ein Grundgerüst? Das ist eben, wie gesagt, nur das Untergerüst, wo ich dann alles Mögliche kann aufbinden, was super Holz hat, was ich birgen kann und verschiedene Formen draus machen. Ich habe da ganz einfach einen Zaundraht. Das nimmt man, wenn man den, irgendwo einen Zaun aufstellt oder so, einfach als Verbindungsstück, wo man das zusammendreht. Da gibt es eben grün, in so Anthrazit, in verschiedene Formen. Und je nachdem das Material, was ihr am Anfang aufbinden wollt, ob das jetzt die Gräser sind, ob das Moos ist, ich mache es diesmal mit Hai, weil es eben super für die Saison passt, weil Ostern ist, aber wie gesagt, das Material einfach umlenken, wenn ihr anderes haben wollt. Als erstes schneide ich mir mal eine Länge von meinem Draht runter. Und je nachdem, wie dick der Draht ist, muss ich es entweder einfach oder doppelt nehmen, damit es wirklich schön hält. So wie bei dem da, der ist sehr biegsam, also nehme ich den doppelt. Sonst ist mir das zu schwach, dann fängt das an durchhängen. Einfach zusammennehmen, dann drehe ich den Draht ein bisschen zusammen, so dass er einen wirklichen schönen Halt hat. Aber wie gesagt, je nachdem, was ihr für einen Draht habt, es gibt unterschiedliche Stärken für die Millimeter her. Das muss man eben schauen, was man hat und was man kriegt. Ich habe den im Baumarkt gekauft, eben in der Abteilung für Garten, wo Zaun und so Sachen gibt. So, jetzt habe ich schon einmal meine Grundform und die kann ich die Größe machen, wie ich will. Und wie gesagt, ich nehme einfach das Heu. Dann tue ich mal meinen Draht da in der Mitte befestigen. Also ich fange in der Mitte an, weil ich will jetzt eine längliche, gebogene Form haben, ein bisschen wie ein U. Und dann nehme ich einfach das Material, was ich habe, und fange das an zu binden. Ich fange in der Mitte an, weil da ist es ja etwas dicker. Einfach nur befestigen. Wieder ein bisschen was seitlich dazu. Also das ist überhaupt nichts Schwieriges, das kann ich auch zum Beispiel super zur Weihnachtszeit, da kann ich dann das Gras drauf binden und ich habe schon auch ein Holz, ohne dass mir das verrutscht. Das ist wirklich ein Basic, was ich immer wieder verwenden kann. Oder ihr könnt es mit Buchsbaum binden zum Beispiel oder auch im Sommer dann getrocknete Blumen drauf binden. Da habe ich nämlich schon mal einen guten Untergrund. Dann brauche ich nicht mehr so viel Material. Jetzt haben wir eine Seite, dann kommt die zweite Seite. Und je nachdem, wie weit ich es aufhoben will oder wie lang ich es haben will, binde ich mir das da auf. Jetzt sehe ich schon einmal ungefähr, ich werde hinkommen, ich bin es ganz auf. Und einfach wickeln.
weiß, das sind immer die weniger spaßigen Sachen, mein Signature, aber das ist so wichtig, die Basic, weil ich Ausgangsbasis habe, wo ich dann super damit arbeiten kann. Das ist so wie ein Grundgerüst, kann man sagen. Und das zeige ich gerne einzeln, damit man wirklich genau sieht, wie das Ganze entsteht, wie man das machen kann, mit was für Material. Weil wenn man das irgendwo oft einbaut, dann geht das oft unter auf der anderen Seite. Ne? Da muss man nur schauen, dass beide Seiten ziemlich gleich werden. Das ist oft ein bisschen, je nachdem was für Material ist, ist das oft ein bisschen eine Trickserei. Beim Heil geht das ganz leicht, beim Moos eigentlich auch. Aber oft wenn man so Äste oder irgendwas hat, kann es sein, dass man ein bisschen nachjustieren muss immer. Und halt immer wieder schauen, passt die Länge, sind beide Seiten gleich dick. Jetzt ist es einmal ganz dünn und das tue ich jetzt einfach verstärken. Ich fahre da wieder in die Mitte zurück mit meinem Rad und mache das gleiche wie am Anfang. Und jetzt kann ich schon schauen, wie dick will ich das haben. Je nachdem stocke ich das dann auf. Also wie gesagt, die geschnittenen Gräser sind super für das zu verwenden. Das tut man jetzt eh und die Zeit wird eh alles abschnitten. Und wenn ihr die Muße dazu habt oder die Zeit dazu habt, gleich ein paar so Sachen binden, die könnt ihr irgendwo aufhalten. Das kann man das ganze Jahr wirklich verwenden. Was man oft ändert man hin damit. Da ist es wieder super verwendet dann. Im Prinzip hat es die Form von einem großen Kipferl. Das ist vielleicht am einfachsten. Einfach, als wenn man nämlich ein großes Kipferl wickeln würde. Basic, weil ich wirklich ein paar verschiedene Varianten damit machen will. Man kann das ja wie gesagt als auf einem Ost oder irgendwas aufgeben, als Tür- oder Wanddeko dekorieren oder man kann ein Ei draus machen. Deswegen zeige ich es euch mal als Basis, weil ich möchte ein paar Sachen damit anstellen. Da kommt das immer wieder vor und dann ist das glaube ich recht praktisch, wenn man das vorher schon sieht. Brauche ich das nicht bei jedem Video immer wieder neu erklären. Und ja, deswegen mache ich gerne die Basics. Mit denen kann man ganz viel immer umstellen. Also, jetzt habe ich mein Kipferl fertig. Und das kann ich natürlich eben so, das ist jetzt noch ohne Deko, einfach so wie da oder auf ein Stecken aufgegeben. Dann habe ich so etwas längliche, so eine Hufeisenform. Oder ich kann es mir zusammengeben. Dann habe ich eine Eiform, zum Beispiel zu den Ostern. Ich kann das ja super drapieren, verwenden. Ich kann es aber auch länglich lassen, wenn ich zum Beispiel eine Tischdeko oder irgendwas machen will. Da kann ich dann noch drauf binden. Also es ist einfach so ein Ausgangsstück. Und da habe ich eine andere Variante auch noch. Da habe ich das Untermaterial in die Gräser genommen. Sieht man das? Ich glaube, von der Rückseite sieht man es. Die Gräser von abgeschnittenen, vom Großschnitt, was man auf dem Garten hat. Und ich habe schon ein paar andere Sachen dazu aufgegeben. Ich kann das eben so hängen und ich kann das aber auch zusammengeben. Dann habe ich ein cooles Ei, was schon ein bisschen Deko drauf hat. Das ist eigentlich die Ausgangsbasis. Das wollte ich euch nur mal sagen, wie man das Ganze bindet. Das kann man super vorbereiten, wenn man schon draußen im Garten ein bisschen was macht. Und eine Deko kommt noch. Wie gesagt, eine richtige Deko kommt noch. Jetzt mache ich einfach ein bisschen ein erweitertes Basic. Weil das ist ja wirklich nur das allererste Grundgerüst. Je nachdem, was ihr für ein Material macht oder was ihr auch habt. Wie gesagt, da habe ich die
Gräser verwendet, von Gorgeln und das da drauf geben. Und da kann ich jetzt ja schon, wenn ich so Sorgen habe, zum Beispiel, ich schneide schon ein bisschen was im Garten oder ich habe unterwegs irgendwo was gefunden. Ich habe das gefunden, das ist also ein Heidekraut. Das sind für die Heidelbeeren, das Grün. Das kriegt man natürlich auch zum Kaufen. Und dann kann ich das schon ausarbeiten, zum Beispiel. Einfach dazu auflegen. Ich schaue mal ungefähr, wie es passend ist. Ich kenne es aber gern, so als Vorbein oder so Sachen kriegt man bei Floristen. Vor allem, was super ist, wenn ich das unterhalb mache, es ist Materialersparnis. Wenn ich mir das Richtige mit dem Kraut mache oder zum Beispiel ein Vorwerk kaufe oder das oder kaufe, brauche ich sehr viel Material, wenn ich das Ganze so biete. Und deswegen ist das eine super Geschichte, wenn ich das unterhalb schon mit dem habe. Und wie gesagt, das kann man ja vorbereiten. Das geht für die verschiedensten Jahreszeiten und dann kann ich da drauf binden, je nachdem, was ich will und was ich auch habe. Jetzt mache ich das einfach wieder fest. Also wie gesagt, das mit dem Heu ist wirklich die Grundbasis und das kann man sagen, ist eine erweiterte Basis. Wo ich sage, ich habe viel im Garten oder ich habe Sachen gefunden und dann binde ich mir das da gleich drauf, damit es nicht ganz so blank ist. Ich möchte da ein paar verschiedene Sachen machen und euch dann sagen, was man daraus wirklich machen kann, weil das ist echt vielfältig, was eigentlich ganz eine einfache Geschichte ist. Mit dem Grün ein bisschen schaut schon wieder ganz anders aus. Natürlich könnt ihr ja alle Äste verwenden, was ihr irgendwo findet. Ringen kann man aufbringen mit Efeu oder wenn ihr so Ranken habt, verschiedene. Oder auch die Gräser, die Büschel, was jetzt drauf sind. Und so wie das da, brauche ich jetzt einfach nur mehr eine Stecken. Das ist schon ein Ort von Deko. Trinken nicht vergessen. Oft vor lauter Eifer des Gefechts vergisst man auf alles rundherum. Und man merkt dahin, geht es euch auch so. Also mir geht es oft so. Oft kommt gar keine Idee. Und so wie in der Werkstatt, dann gehe ich oft runter oder mit. Man rüttelt halt immer dumm und sucht etwas und weiß eh und auf einmal geht's los. Die Ideen fangen an sprudeln und die verschiedenen Sachen werden hergeholt. Und dann geht es dahin, dass man komplett die Zeit vergisst. Man vergisst aufs Trinken und aufs Essen und auf, ja, eigentlich auf alles. Das ist auch immer das Coolste. Das braucht oft ein bisschen Raum, um sich zu entfalten und zu entwickeln. Das geht nicht auf Anhieb und ich sage, ich jetzt habe und jetzt kommen die Ideen. Funktioniert nicht. Oder ich finde da schönen Efeu zum Beispiel. Das kann ich da alles schon verarbeiten, eingeben. Da sehe ich gerade, da sind die Blätter zu groß, den gebe ich nicht dazu. Wie gesagt, ich wollte euch nur ein Beispiel geben, damit ihr seht, wie das Ganze, der Untergrund da funktioniert. Und das wird heuer ein Hauptbestand in meiner Deko-Kollektion. Und da habt ihr schon eine gute Voraussetzung. Ihr könnt euch die Sachen schon besorgen. Ist nicht schwierig. Kriegt man bald einmal. Ansonsten einmal ein paar Worte mit dem Nachbar quatschen. Vielleicht hat der so irgendwas. Die sind oft dran, wenn sie es loswerden. Ich weiß bei uns, wenn man da alles zurückschneidet, da kommt so viel zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Das wird anhängerweise weggeführt. Und da ist oft auch eine Frau, wenn ein bisschen was so los wird. Jetzt ist das Ganze schon ein bisschen grüner und das kann ich auch ausarbeiten, wie gesagt, wie ich es will. Ich wollte euch nur mal den Untergrund, die Basics sagen und die richtige Deko, die kommt beim nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Vorbereiten. Schaut ein bisschen draußen in der Natur oder in euren Garten, was gibt's, was könnt ihr dazu verwenden, was kann ich draufgeben und ja, legt's einfach los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.